Und nun der Blick ganz kurz zu Small- und Mid-Caps. Nämlich da sind speziell zwei Unternehmen unter die Räder gekommen. Die haben Gewinnrückgänge vermeldet, und zwar PSI und Südzucker. Und darauf wollen wir jetzt schauen mit Alexander Langhorst, Geschäftsführer von GSC Research. Ja, Herr Langhorst, Südzucker vermeldet einen deutlichen Gewinnrückgang im zweiten Quartal. Der Wert gibt heute deutlich nach. Wie schätzen Sie die Aussichten für Südzucker ein? Ja, grüßen Sie. Ja, die Zahlen waren in der Tat doch recht schwach und waren wohl auch etwas schwächer, als es der ein oder andere jetzt so oft auf dem Schirm hatte. Ich denke mal, auch in den kommenden Quartalen bin ich bei Südzucker eher etwas zurückhaltend. Hintergrund ist hier einmal, die Rübenernte soll nicht so gut gewesen sein, Rohstoffpreise, also eben dann auch für Rüben und anderes tendenziell eher steigend. Dann hat man jetzt noch bei Crop Energy, da kommen wir gleich noch zu, hat man noch gewisse Instandsetzungsaufwendungen bei Produktionsanlagen. Also insgesamt von der Meldelage glaube ich jetzt tendenziell, dass es eher schwierig werden wird für Südzucker, die Jahresprognose zu erreichen. Die hat man jetzt zwar bisher noch nicht zurückgenommen, würde aber gar nicht so sehr unter dem Vorjahr liegen. Und das erscheint mir doch aktuell relativ hoch, wenn man sich mal anguckt, wo da die Messlatte liegt. Also ich denke, da wird in den nächsten Quartalen wird da eher noch Potenzial sein, dass die Meldungen nicht so positiv ausfallen. Sie sprachen die Tochter Crop Energies gerade an. Wie schätzen Sie hier die Lage ein? Ja, Crop Energies ist einmal Wartungsarbeiten. Dann hatte Crop Energies ja kürzlich gemeldet, dass man den britischen Konkurrenten Ensus übernommen hat. Auch da sind natürlich dann entsprechende Belastungen jetzt erstmal zu verarbeiten, Stichwort das Ganze zu integrieren. Dann natürlich sicherlich auf der bilanziellen Seite, um das abzubilden. Also auch bei Crop Energies wäre ich im Moment auch eher etwas zurückhaltend. Wenn man jetzt beides vergleicht, erscheint mir eigentlich dann zwar immer noch die Südzucker ein bisschen attraktiver, weil das erwartete KGV und die Dividendenrendite da attraktiver aussehen. Ich denke aber mal, bei beiden ist, wie gesagt, in den nächsten zwei, drei Quartalen wahrscheinlich eher mit etwas durchwachseneren Meldungen noch zu rechnen, weswegen ich bei beiden im Moment mich eher zurückhalten würde und sagen würde, das ist noch nicht, die Zeit ist da noch nicht reif, jetzt wieder über ein Investment nachzudenken. Wenn man die Aktie hat, halten, verkaufen? Ja, bei Crop Energies würde ich eher verkaufen, bei Südzucker, selbst wenn man die Prognose zurücknimmt, ist es KGV erwartete wahrscheinlich irgendwo so bei etwa 12, die Dividendenrendite von etwa 4%. Da kann man mal der wirklich langfristige Investor kann es aussitzen. Ist halt die Frage, ob das wirklich noch so weit runter geht weiter, aber ich denke mal, die Meldungen der nächsten Monate werden da nicht unbedingt zu positiven Überraschungen führen. Also dass es jetzt eine Glaubensfrage ist, ob es jetzt eher seitwärts läuft oder ob es dann nochmal einen Rückschlag gibt. Ich vermute, es läuft eher seitwärts, aber es ist auch eben nicht das Potenzial zu erkennen, dass es jetzt plötzlich wieder massiv nach oben läuft. Wir wollen uns die PSI AG anschauen. Die waren heute zweistellig abgestraft im Aktienkurs. Verabschiedet sich von den Geschäftserwartungen. Das drückt halt den Kurs. Natürlich ist das aktuelle Niveau bereits wieder vielleicht dann doch eine Einstiegsmöglichkeit. Ja, auch bei PSI wäre ich ein bisschen vorsichtig. Die Meldung heute kam doch, sagen wir mal, A, überhaupt, dass sie gekommen ist und auch B, in ihrer Dimension ist doch recht überraschend gewesen. Hat sicherlich eben auch zu den deutlichen Kursreaktionen heute geführt. Probleme sind hier einmal, da hat man noch gewisse juristische Altlasten beseitigt, dann hatte man höhere Entwicklungskosten. Und was aus meiner Sicht aber wahrscheinlich noch ein Problem ist und deshalb würde ich hier auch noch zur Vorsicht und zum Abwarten raten, ist, dass man ja doch auch ein sehr starkes Standbein im Bereich Energieunternehmen hat. Und die haben ja, wir kennen ja die Meldungen alle, gerade RWE, E.ON, aber auch aus anderen Ländern, die müssen ja im Moment sehr sparsam agieren. Und da ist eben auch die Investitionsbereitschaft dann eben in neue Softwarelösungen nicht sonderlich groß ausgeprägt, sodass ich jetzt auch zumindest in diesem Sektor auch nicht damit rechne, dass sich da in den nächsten Quartalen irgendwelche massiven positiven Überraschungen auf der Ergebnisseite ergeben, sodass ich jetzt auf dem aktuellen Niveau sagen würde, ist PSI eine Halteposition. Aber jetzt reingehen würde ich im Moment noch nicht, sondern da sollte man wirklich mal das nächste Quartal abwarten, ob sich dann eben diese Sondereffekte sozusagen rauswachsen und man dann wieder in einen normalen Geschäftsgang kommt oder ob da nicht möglicherweise doch nochmal was auftaucht. Deshalb wäre ich da im Moment noch etwas zurückhaltend. Also Vorsicht geboten, sagt Herr Langhorst. Erstmal vielen Dank für das Gespräch. Bitte.